Ja, Moinesen, meine Diggers und Diggerinas. Seitdem der Hype um Battle Royale Games ausgebrochen war, kennen wir so Titel wie PUBG oder Fortnite. Die könnte man auch schon als Big Player des Business bezeichnen, mit einer ziemlich großen Community und Spielerbasis. Von Zeit zu Zeit kamen da auch kleinere Projekte durch, wie eben auch Ring of Elysium. Im Prinzip kam dieses Game gerade richtig auf den Markt, denn PUBG ging es zu dem Zeitpunkt nicht wirklich gut und die Leute wollten mal wieder irgendwas Neues haben. Was das Spiel von Anfang an ausgezeichnet hat, war, dass man sich seine Landezone bzw. Startzone selber aussuchen konnte, ohne dass man, wie man es durch Fortnite oder PUBG kennt, mit dem Fallschirm durch die Gegend segelt und irgendwo landet, wo man hin möchte. Und alleine schon damit haben sich Tencent Games und Aurora Studios ein kleines, aber feines Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Auch Game-Kritiker oder Spieleredakteure haben über das Spiel berichtet und waren fasziniert. Neue Games werden natürlich auch sofort von YouTubern aufgegriffen und es gab auch immer relativ hohe Klickzahlen für das Game. Aber irgendwie hat dieser Hype aufgehört. Den größten Hype hatte man zwischen dem 1. Juli 2018 und 2. Januar 2019. Man könnte ungefähr sagen, das Game hatte circa 6 Monate lang den Hype und dann ging es irgendwie immer weiter bergab. Natürlich hätte das Spiel seine Probleme wie jedes andere Game auch, was frisch auf den Markt kommt, aber es hat sich nie wirklich schlecht angefühlt. Der Feinschliff musste natürlich nochmal ordentlich drüber gehobelt werden über das Game, allerdings konnte man über die Fehler und Probleme des Spiels leichter hinwegsehen, weil es gerade erst auf dem Markt war und schon so gut war. Ich hatte keine Probleme mit Abstürzen, ich hatte keine Probleme mit Cheatern, es hat sich einfach gut spielen lassen. Auf Twitch hat Ring of Elysium nicht ohne Grund über 220.000 Follower. Auch laut Steam-Charts war das Game mit vielen Spielern gesegnet. Und trotz allem ist es untergegangen, da frage ich mich doch wieso. Lenkt man seinen Blick auf die Steam-Seite des Spiels, dann sieht man einen großen Anteil an positivem Feedback. Die Entwickler hegen und pflegen das Game absolut ehrenhaft. Stellenweise kommen sogar mehrere Patches in einem Monat. Und das hat seit dem Release nicht aufgehört. Das heißt, diese Geschwindigkeit an Patches, die da rausgehauen werden, die ist immer noch da. Wenn ich mein Steam aufmache, dann gucke ich immer als erstes danach, was die Spiele so für neue Updates haben. Und ungelogen, jedes Mal war Ring of Elysium mit dabei. Und dafür haben sich die Entwickler auf jeden Fall einen Schnitzel verdient, Freunde. Um zu sehen, was falsch läuft, habe ich mir auch die Negativ-Reviews angeguckt. Dabei bin ich auf einen Beitrag des Users Praxy gestoßen, der das Game so ein bisschen, ja, nicht auseinander nimmt, aber dem Spiel auf jeden Fall zeigt, das müsst ihr ändern. Tencent Games hat den Duo-Queue-Modus rausgenommen, also nicht temporär deaktiviert, sondern tatsächlich restlos gestrichen. Und für diesen Move müssen wir das Schnitzel auch leider schon wieder entziehen. Auch für mich war dieser Modus am lustigsten. Alleine schon wegen der Tatsache, dass man nicht immer 3 weitere Kollegen hat, mit denen man im Vierer-Squad spielen kann. Nach einiger Zeit der Recherche bin ich auf eine Antwort zum Thema Duo-Queue-Modus gestoßen, denn mich hat dieses Thema mit dem Duo-Queue-Modus einfach nicht in Ruhe gelassen. Die Entwickler haben dazu gesagt, dass der Modus wiederkommen wird. Leider Gottes gibt es hier aber ein großes Aber. Der Grund dafür ist, dass man nicht absehen kann, wann der Modus zurückkommt, denn es geht dabei um die Spielerzahlen. Damit auch verbunden die Wartezeiten. Man ist sich bewusst darüber, dass sich die Spielerzahlen erholen müssen und deswegen will der Entwickler hinter den Kulissen auch einiges dafür tun, dass das Spiel wieder ein bisschen relevanter wird. Die Antwort des Entwicklers kam am 24. September diesen Jahres. Dazu kommt noch ein kleiner Hoffnungsschimmer, denn sie wollen den Duo-Queue-Modus zumindest für Community-Events oder kompetitive Events wieder hinzufügen. Solche Modi sind zwar zeitlich begrenzt, aber immerhin haben wir da ein bisschen was. Mit steigender Popularität wachsen auch Probleme mit, das ist ein ganz natürlicher Prozess. In diesem Fall sind es leider Gottes die Cheater. Wir wissen natürlich alle, das ist ein generelles Problem, aber hier scheint es doch stärker zu sein als an anderen Stellen. Wo wir gerade bei stark sind, reden wir doch mal kurz über den Datenschutz. Von vornherein hat das Game hier für Furore gesorgt und das Netz war voll von Posts damit, dass das Spiel eure Daten ausliest und dann an chinesische Firmen weiterverkauft bzw. auf den chinesischen Servern speichert und eben weiterverarbeitet. Und natürlich hat Tencent Games darauf reagiert und das Ganze verneint und behauptet, das Ganze dient nur für die firmeninterne Strategie für das Game. Die Meinung der Spielezeitschriften, Redakteure, Kritiker und so weiter aus allen Herrenländern gehen dabei ultra hart auseinander. Die einen sagen, ja, das ist absolute Spyware, nicht installieren. Wieder andere behaupten, nein, das stimmt nicht, das ist alles nicht so hart, wie es sich anhört. Und sind wir mal ehrlich, jeder, der ein Smartphone hat und das regelmäßig benutzt, seine Daten überall eingibt, der ist auch nicht unbedingt immer safe. Hierzu muss ich sagen, ihr müsst euch das Ding selber durchlesen und selber wissen, ob ihr das Spiel installieren wollt oder eben nicht. Ich für meinen Teil zumindest war damals damit einverstanden und habe das Spiel auch installiert und auch einige Stunden lang gesuchtet. Allerdings konnte mich das Spiel zugegebenermaßen nicht so lange an den Bildschirm fesseln, wie ich dachte. Denn auch wenn die Neuerungen ganz cool waren, die da kamen, wie zum Beispiel ein Snowboard und auch später das Mini-U-Boot, mit dem man durch das Wasser fahren kann und auch schießen kann, hat mich nicht überzeugt, das Spiel weiterzuspielen. Also habe ich damals erstmal eine Pause eingelegt, um zu gucken, was wird denn in die Monate noch passieren, was wird denn das Spiel noch eingepflegt, was mich dann antreiben würde, das Spiel häufiger anzuschalten. Es gab sogar ein großes E-Sport-Turnier im September, welches veranstaltet wurde, um den Geburtstag des Games zu feiern. Die Entwickler waren sogar auf der Gamescom und haben das Spiel dort beworben. Sogar ich wurde eingeladen, dort vorzuspielen als Content-Creator. Ich war natürlich erstmal überwältigt und so. Und dann habe ich aber erstmal geguckt, was geht denn eigentlich so im deutschen Raum mit Ring of Elysium? Und dann habe ich festgestellt,
so viel ist da nicht übrig und ich war einer der Letzten, die was zu dem Game gemacht haben. Zumindest von den Leuten, die ein bisschen größer sind auf YouTube. Der Haken an der Sache war allerdings, ich war gar nicht auf der Gamescom. Ja, und wäre ich da gewesen, dann hätte ich da auf jeden Fall mitgespielt. Und wenn wir das Ganze jetzt mal zusammennehmen, dann sieht man, ein E-Sport-Event hat nichts gebracht, welches übrigens international war. Die Gamescom hat relativ wenig gebracht. Also können wir abschließend sagen, die Popularität dieses Games ist nie wirklich wieder angestiegen und bleibt auch erstmal eine ganze Weile im Keller, würde ich sagen. Es ist auch bekannt, dass die Konkurrenz relativ groß ist und dagegen nochmal anzukommen und eine relativ tote Community wieder aufzuwecken, ist schon, das ist schon eine Aufgabe auf jeden Fall. Ganz unmöglich ist das nicht, aber es wird eine ganze Menge brauchen, um dieses Spiel wieder zu reaktivieren, neue Leute auch dafür zu begeistern, die das Spiel dann starten und auch weiterhin spielen wollen. Nicht nur für ein paar Tage oder Wochen, sondern im besten Fall Monate und Jahre. Wenn euch jetzt noch was einfällt bezüglich Ring of Elysium und warum das Spiel immer mehr Spieler verliert, beziehungsweise nicht mehr an den alten Hype anknüpfen kann, dann haut's mir auf jeden Fall in die Kommentare. Denn ich denke, ich habe soweit alle wichtigen Punkte drin, wie zum Beispiel Cheater, dass der Duo-Modus entfernt wurde und dass die Konkurrenz nicht schläft. Wer nicht weiß, warum ich dieses Video jetzt mache, der sollte mal in den ersten Link der Videobeschreibung gucken, da ist eine Playlist drin zu dem Spiel. Und ich denke mal, dann werdet ihr schon verstehen, wieso. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und haut rein, euer Odix und ciao.